jede Kunstausstellung ist eine Sehschule. Jede Kunstausstellung ist auch eine Wahrnehmungsschulung von der Methode her. Und jede Ausstellung ist natürlich dann auch eine Erweiterung des eigenen Horizonts im Sinne von Bildern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass, wie ich am Anfang schon gesagt habe, jeder mit Bildern kommt. Und wir können heute feststellen, wenn wir mal so die letzten 20, 30 Jahre zurückgucken, dass sich da sehr viel geändert hat. Früher waren Bilder immer privilegierte Aussagen. Das heißt, sie haben sich rekurriert auf Wissen, auf Geschichte und so weiter und so fort und haben dementsprechend eine Ehrfurcht, ja, manchmal sogar noch in dem ganzen alten schopenhauerischen Sinne, und das Bild ist der Fürst und wartet, bis er dir einen Befehl gibt, bedeutet. Ne? Das heißt, man ist still, man ist ruhig, man lässt auf sich zukommen. Heute haben wir eine solche Dominanz von Bildern in unserem Alltag, dass wir es schlichtweg einfach gewohnt sind, mit Bildern und auch erfolgreich mit Bildern umzugehen. Und mit dieser Gewohnheit, mit dieser Umgangsform gehen wir auch in Ausstellungen. Wir können heute sehen bei Betrachtern, die hier, jungen Betrachtern, die herkommen, dass sie, wie wir so schön sagen, unvoreingenommen diese Bilder betrachten, dass sie ohne Probleme jede Form von anderen Bildern assoziieren, daneben stellen und versuchen, dieses Bild, was sie da neu sehen, dort zu integrieren, dort zu verorten. Und das ist eine unprätentiöse, eine einfache und direkte Zugangsform, die sehr angenehm, sehr gut ist eigentlich, die eine Chance ist, der Kunst auch einen neuen Weg zu geben, einen neuen Stellenwert zu geben, nämlich weg von einer an sich Wertigkeit hin zu einer informativen, einer diskursiven Wertigkeit, weil eben diese Sperre weg ist. Natürlich ist das Museum durch seine traditionell auratische Architektur und so weiter immer noch eine Grenze, aber wenn man die nimmt und die Leute in einen Raum kommen, der entsprechend gestaltet ist, ist das sehr, sehr schnell weg. Und dann können wir feststellen, dass die Leute eine, in Anführungsstrichen, komplexe, normale Wahrnehmung gegenüber den Bildern praktizieren, die der Kunst sehr gut tut.